Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Megaras festigt von der Kinderherrschaft. Achso, ja, Megaras. Denken ist dieser Kult des Kosmos in der hinteren Bereich, den ich schon mal komplett zerstört hatte. Hier links war ja Odessos Vater. Problem ist, dass hier die ganzen Barschen. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Hast du. Was hast du hier zu tun? Seht mal, ist das eine Leute? Leg euch nicht mit mir an. Die Person haben wir erledigt. Ein Kumpel ist tot. Der nächste folgt. Guck mal, dass ich das nicht vergesse, dass hier bei Morgennacht ich will ja meine Mission da beenden. Aber gut, dass wir da so unbemerkt durch sind. Oh nein, ich ahne Übles. Das ist der Befehlshaber. Wo willst du denn hin abhauen, ne? Alle zurück! Einer muss mir helfen! Ich muss die ganz schnell weg!
Ach, wo läufst du denn hin, Mann? Meine Fresse. So. In den Hades abschauen. Haben wir den auch fertig gemacht? Also hier bringt mir das nichts, außer dass ich noch mehr erkundet habe. Sonst irgendwo solche Typen in der Nähe da, sondern ein bisschen entfernt. Da habe ich auch noch nichts, obwohl das hier im Gebiet ein bisschen zu wichtig ist. Da war ich auch noch nicht leider in der Nähe. Werden wir hier mal zu Perikles zurückkehren. Ich muss auch noch so einen Befehlshaber töten, ne? Also ein Polemarchen. Für die eine Mission. Bringt auch sicher gut DP. Mal drum kümmern. Und dazu muss ich auch erstmal ein Lager finden, wo ein Polemarch herrscht. Perikles Residenz. Ups. Cassandra, du hier? Wilbe! Du hast gesagt, du kommst nicht zurück nach Kefalenia, also bin ich auch gegangen. Ich sagte, ich komme nicht zurück. Aber ich sagte nicht, dass du auch gehen sollst. Tja, hier bin ich nun. Ich fasse nicht, dass du hier bist. Ich auch nicht. Unglaublich, dass wir beide hier in Athen sind. Es ist ganz anders als auf Kefalenia. Aber was machst du denn hier? Ich helfe bei der Vorbereitung. Ich muss sicherstellen, dass du all deine Waffen hier lässt und das hier anziehst. Also arbeitest du quasi? Für Perikles. Nein, für Aspasia. Ich verstehe nicht, warum ich mich umziehen muss. So läuft das hier eben. Erst fühlt es sich komisch an, aber man gewöhnt sich ziemlich schnell daran. Und meine Waffen? Keine Sorge, ich passe auf sie auf. Du willst denen doch keine Angst einjagen. Naja. Ich schätze, ich wäre dann bereit. Bist du nicht? Also nicht so jedenfalls. Die Athener erwarten, dass du versuchst, dich anzupassen. Aber keine Angst, ich habe das Richtige für dich. Ich ziehe mich um. Passt du bitte hier auf meine Sachen auf? Klar. Leg die Waffen einfach in die Ecke. Ich komme wieder, wenn du fertig bist. Ich fühle mich wirklich nicht wohl. Jetzt siehst du aus wie alle hier. Du sagst das, als wäre das was Gutes. Ist es. Wenn du willst, dass sie dich ernst nehmen, ist das der einfachste Weg. Vertrau mir. War das schon alles? Du bist bereit, reinzugehen. Keine Sorge, du hast Schlimmeres überstanden. Da fällt mir spontan kein Beispiel ein. Und ich kann wirklich nicht wenigstens eine Waffe mitnehmen? Keine Waffen. Und jetzt geh schon rein. Oh, und geh nicht, ohne dich zu verabschieden.
Okay. Chere Cassandra. Die mächtige Söldnerin und Reisende hat endlich ihren großen Auftritt. Und nur ganz leicht verspätet. Herodotos. Athena machen keinen Hehl daraus, wenn ich nicht willkommen bin. Es tut gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Lass dich von der Gesellschaft hier bloß nicht einschüchtern. Mhm. Sicher nicht. Perikles ist kein König. Er braucht die Liebe dieser Gäste, damit das Volk ihn auch liebt. Und sie wiederum brauchen Perikles. Das hast du mit ihnen allen gemeinsam. Glaubst du wirklich, dass diese Leute mir helfen? Das werden sie, wenn sie dir vertrauen. Richtig gekleidet bist du immerhin. Vertrauenswürdig aufzutreten ist das Wichtigste, wenn man Vertrauen gewinnen will. Nun denn, komm. Ich stelle dich den anderen Gästen vor. Sie sehen zwar nicht so aus, aber diese Gruppe trägt die Zukunft auf den spitzen Zungen ihrer Mitglieder. Ah, Sophokles und Euripides zum Beispiel. Zwei der hochgefeierten Dramatiker unserer Zeit. Niemand zieht so weite Kreise wie sie. Sie scheinen in einen intellektuellen Streit verwickelt zu sein, wie es ihre Art ist. Als Autor von Komödien! Ausgerechnet Komödien, Euripides! Ich hörte von Sophokles. In meinem Berufsfeld zahlt es sich aus, die reichsten und berühmtesten Männer zu kennen. Hermippos hat ebenfalls einige Komödien verfasst. Du solltest mehr trinken. Derzeit spricht man mehr über seine Gesinnung als seine Werke. Dagegen ist der Mann neben ihm, Protagoras, ein Sophist, dem ebenso viel Ruhm gebührt wie dem großen Sokrates persönlich. Sokrates einzuladen ist eine gute Art, allen den Abend zu versauen. Es überrascht mich, dass man ihn hier reinlässt. Ach, nimm Sokrates nicht ganz so ernst. Immerhin trägt er heute sogar Schuhe. Und der arme Tropf, der wie ein Affe gestikuliert, ist Thrasymachos. Wenn du aufmerksam zuhörst, wirst du merken, dass er und Sokrates dieselben Argumente vorbringen. Doch der Wind seiner Gesten macht ihn taub für die Stimmen seiner Kritiker. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Wo ist Perikles? Oh, er kommt nie zu seinen eigenen Feiern. Da fällt mir ein, dass ich seine Hilfe bei etwas brauche. Dieser Sokrates erscheint immer da, wo ich ihn nicht erwarte. Kriegerin, schütze mich vor seinem lieblichen Blick. O Alkibiades, dies ist nicht die Zeit für Eifersucht, sondern Liebe. Nimm dir bitte Alkibiades nicht als Beispiel. Sei so gut und trink nicht zu viel. Also, sag mir, was hält eine Söldnerin wie du von einem Fest wie diesem? Es wird sicher eine lange Nacht. Bei Feiern sollte man trinken, bis man kotzt und keine Gedichte vortragen. Diese Leute hier sind alle so sauber. Wenn diese Gäste nicht nach deinem Geschmack sind, dann konzentriere dich darauf, warum du überhaupt hier bist. Hab Dank, Herodotos. Nun, wenn du mich entschuldigst, Perikles ist hier irgendwo und ich muss ihn vorbereiten. Wenn er allein ist, sag ich ihm, was dein Bruder gesagt hat. Sehr gut. Er muss davon erfahren. Ich bleibe hier und höre mich um. Ich hoffe, Sie wissen etwas über deine Mutter. Ich auch. Es ist mal Nacht. Ja, schlicht einfach ich vermute, du bist hier, um mich für meinen Kampf mit Euripides zu verhöhnen.
spar dir das. Ich suche nach Hinweisen, die mir helfen, eine Spartanerin zu finden. Eine Spartanerin in Athen? Klingt interessant. Doch wenn du erwartest, dass ich von anderen Menschen Notiz nehme, erwartest du zu viel. Sprich doch mal mit Euripides. Er ist die zweitweltgewandteste Person hier. Dieser pedikulöse, progenische, exophthalmische Morosow. Doch er redet nicht ohne Alkohol. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, das war klar. Also, wir füllen ihn ab und dann redet er? Das klingt eher nach einem Argiva als nach Athena. Beeindruckend, Fremde. Euripides stammt aus Argos. Na schön. Wenn's sonst nichts bringt, der Feier würde es helfen. Du musst den richtigen Wein dafür wählen. In der Küche wirst du fündig. Gib Bescheid, wenn Euripides soweit ist, und ich kann ungesehen verschwinden. Woher kennst du Perikles? Ich schätze, du wolltest fragen, woher kennt Perikles dich? Ich bin der größte Dramatiker des Landes, Mentor des Euripides, Verehrer des Asklepios, Vater des Theaters und so weiter und so fort. Er fühlt sich sicher geehrt, dass du dich in seiner Küche versteckst. Ich hole den Wein. Wunderbar. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, Aristophanes verträgt keinen süßen Wein. Ich sah, was er aus ihm macht, und es ist erschreckend belustigend. Es wäre keine echte Feier, wenn sich niemand übergibt. Ich sag Bescheid, ob dein Plan aufgeht. Außer diesem arroganten Schreiber verirren sich nicht viele Gäste hierher. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich suche den lieblichen Wein. Ja, nimm ihn. Aber stell dich hier raus, ich habe viel zu tun, ja? Ein neues Gesicht in Perikles Gefolge. Ha, das allein ist erstaunlich genug. Du musst meine Parodie auf Kleon gesehen haben. Ich nenne sie Oranger Affe. Sag an, was hält es davon? Man kann vieles sagen, aber es ganz gewiss nicht. Wie soll ich dich denn nennen, Kreatur der vielen Namen? Cassandra. Du siehst aber gar nicht aus wie eine Cassandra. Wie dem auch sei, ich bin Aristophanes und dieser Mann ist Euripides. Oh bitte, stell dich selbst vor. Ich bin Euripides. Für einen Dramatiker bist du recht wortkarg. Gute Männer leben leise, wie Euripides gerne sagt. Oder, Euripides? Wenn ich mich entspannen will, kämpfe ich. Du hingegen. Komm schnell, bring ihm Wein, damit er etwas Kluges erwidern kann. Nach meinem Streit vorhin mit Sophokles bewahre ich lieber einen klaren Kopf. Ich bin Perikles neue Dienerin. Ich bringe gern noch etwas Wein. Eine Athener Dienerin? Du? Dann kommen die Muskeln wohl vom Einschenken. Ich habe auf Perikles Schiff gerudert. Er hatte Mitleid mit mir. Nun bediene ich Männer, die an meinem Wort zweifeln. Und seinem. Ich habe nicht gezweifelt. Ich nehme noch einen. Bezirzen wir Dionysos. Na komm! Ich weiß nicht, ob ich eine Information hätte fragen sollen. Das schmeckt nach Jauche! Anfänger! Zu meiner Zeit galt das als Nektar der Götter. Noch eine Runde! Bereit für mehr? Oh, nach der können wir fragen. Oder es war übertrieben schon. Diese Pisse kriege ich kaum runter. Euch zwei trinke ich doch locker unter den Tisch. Wo bleibt der Wein? Ich bin nur hier, weil ich nach jemandem suche. Und doch ließ es uns im Glauben, es wäre hier, um Wein auszuschenken. Bleiben wir doch erstmal dabei, oder? Soll ich nachschenken?
Dieser Wein ist furchtbar. Du, ich mag dich. Wer brachte dich her? Ich kam allein. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta floh. Floh? Warum? Sie verlor 2 Kinder. Sie hatte keine Wahl. Sie floh, weil ihr Herz gebrochen war. Euripides, schreib ein Stück über sie. Ich hörte von spartanischen Müttern, die zu einem Heiligtum in der Argolis gingen. Sie beten dort zu Asklepios. Ich weiß es. Ich komme von dort. Ob sie sich noch Priestern anvertraut hat, nach dem, was sie durchmachen musste? Oh, dann ging sie vielleicht zu Hippokrates. Er ist ein Heiler, der Beste sogar. Er arbeitet immer noch in Argos. Wenn sie ihn um Hilfe bat, dann wies er sie sicher nicht zurück. Ich betrinke mich gern und singe. Komm zurück, wenn du mit mir singen willst. Ja, vielleicht. Hippokrates in Argos. Ich komme. Und Euripides? Ist der schon betrunken? Du kannst dein Versteck verlassen. Euripides wird dich nicht bemerken. Der bemerkt gar nichts mehr. Versteck? Höre dies. Der Krieg kommt nach Athen. Erst fallen unsere Häuser, dann rollen unsere Köpfe. Ich habe vor, mir zumindest meine Würde zu bewahren. Oder was davon übrig ist. Wenn du Perikles siehst, sag ihm Danke für diesen ereignisreichen Abend. Okay. Jetzt muss ich gucken. Die Tür auf, sonst trete ich sie ein! Beachte sie gar nicht. Sie sieht gerne zu. Oh, wen haben wir denn da? Welche Autorität und diese Entschlossenheit. Ich verstehe ganz gut, warum sich Perikles für dich begeistert. Möchtest du etwa mitfeiern? Es klang, als hätte jemand Schmerzen. Das kommt schon mal vor. Schmerz und Genuss sind manchmal schwer zu unterscheiden. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte meine Tür mit Sicherheit sehr weit offen gestanden. Ich bin nur bei diesem Symposion, um jemanden zu finden. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen, oder? Du holst uns etwas Öl, ich helfe dir, die Person zu finden, die du suchst. Vielleicht ist sie hier drin? Sie ist nicht da drin. Ich sehe trotzdem mal nach. Nach deiner Vorstellung eben sollte vielleicht lieber ich das Öl aus der Küche holen. Folgsam bist du auch. Ich wusste, ich mag dich, aber beeil dich. Wenn du nicht bald das Öl bringst, ist unser Spaß beendet. Ja, nur gut. Hätte ich ihn doch direkt mitnehmen sollen. So. Hältst es nicht ohne mich aus, was? Hast du das Öl? Ich komme mit Geschenken. Die Rettung! Heute haben Mütter um ihre Söhne geweint und Männer an der Mauer geschuftet. Heute Nacht vergessen wir all das. Vergnügen wir uns! Was sagst du? Feierst du mit? Wenn ich danach noch Informationen kriege. Zeit für etwas Spaß.
Aber du wirst mir aus diesen unbequemen Athener-Gewändern helfen müssen. Gerne doch. Wenn du willst, können wir sie an die Ziege verfüttern. Es gibt noch eine Ziege? So, jetzt einmal vorspulen. Hast du jetzt Informationen für mich? Jetzt wird es Zeit, dass du mir hilfst, Ali. Ich suche nach jemandem. Pflichtbewusst bis zum Ende. Gefällt mir. Reiß dich zusammen. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta geflohen ist. Aus Sparta? Niemand flieht aus Sparta. Doch nehmen wir an, sie tat es. Wenn sie dumm war, ist sie tot. Wenn sie schlau war, folgte sie Aspasias Beispiel und wäre jetzt unabhängig. Die klügsten und einfallsreichsten Frauen, die ich je traf, waren aus Korinth. Die Hetären? Ich hörte, sie spielen eine gewisse Rolle in Korinth, doch ich nahm an, es wäre dieselbe wie in jeder Stadt. Oh nein. Frauen wie diese hast du noch nie getroffen. Eine Wucht und die einzigen mit Verstand in Korinth. Ali! Wo bleibst du denn? Jetzt wird weiter gefeiert. Wenn du Korinth erreichst, sprich mit Antusa. Niemand betritt oder verlässt die Stadt ohne ihr Wissen. Bis zum nächsten Mal, Kriegerin. So, jetzt haben wir einige wichtige Informationen gekriegt. Das ist nicht viel, aber ein Anfang. Und das war's auch von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein.